und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Steffi von Stempelbiese und ich möchte dir heute die Celebration mal näher bringen, also mal erklären. Also für die, die die Celebration schon kennen, die können jetzt ein bisschen vorspulen, weil ich werde dann noch Produkte zeigen, die man sich eben aus der Broschüre aussuchen kann. Aber ich möchte eben erstmal erklären, für die, die jetzt neu sind, was denn Celebration bedeutet. Die Celebration ist die Angebotszeit von Stampin' Up. Das heißt, es gibt 3 Monate lang zusätzlich kostenlose, exklusive Produkte, die man sich aussuchen kann. Und das funktioniert wie folgt. Hier auf der ersten Seite gibt es gleich die Erklärung dazu. Und zwar gibt es zwei Stufen. Indem man sich was Produkte aussuchen kann. Da gibt es die Stufe 1, das ist so ein lilaner Kreis, das ist dann immer bei dem Produkt abgebildet. Und Stufe 2 ist dann so ein roter Kreis, ist dann eben bei anderen Produkten mit angezeigt. Das heißt, wenn du jetzt für 60 Euro bestellst, gibt es zu diesen 60 Euro die Möglichkeit, sich ein Produkt mit dem lilanen Kreis kostenlos dazu auszusuchen. Also man muss für mindestens 60 Euro bestellen. Wenn du jetzt für 120 Euro bestellst, dann darfst du dir 2 Produkte aussuchen mit diesem lilanen Kreis. Bei 180 3 Produkte und bei 240 4 Produkte und so weiter. Also es ist halt gestaffelt, für je 60 Euro gibt es ein gratis Produkt. Du kannst aber auch gern 2-mal das gleiche nehmen oder 3-mal das gleiche, wenn du eine Freundin noch was schenken möchte, so. Aber du musst da jetzt nicht von jedem eins nehmen. Wichtig ist auch, du musst eins nehmen. Also wenn du sagst, ich habe jetzt aber schon diese Stempel und Projektsets, die mir gefallen und ich will eigentlich gar nichts mehr, du musst eins nehmen. Du musst ein kostenloses Produkt nehmen. Aber ist auch nicht so schlimm, weil hier steht, ab 3. März gibt es dann weitere Celebration-Produkte. Also wenn du meinst, du hast jetzt alle, die du gerne möchtest, dann warte mit deiner Bestellung bis zum 3. März. Da gibt es dann noch weitere Gratis-Produkte. Was das jetzt ist, weiß ich noch nicht. Kann ich auch noch nicht zeigen. Werden wir sehen. Wir werden uns überraschen lassen. Also, zum einen für die Stufe 1, wie gesagt, je 60 Euro ein mit lila gekennzeichnet. Du kannst aber auch, wenn du 120 Euro bestellst, also für mindestens 120 Euro, kannst du dir so ein Produkt aussuchen mit einem roten Kreis dran. Also, und da ist es dann so für je 120 Euro. Also bei 240 kannst du dir 2 mit dem roten Kreis aussuchen. Das ist eigentlich schon alles, was die Celebration beinhaltet. Also man muss einfach nur wissen, okay, wenn ich für 70 Euro bestelle, kann ich mir halt ein Produkt mit dem lilanen Kreis aussuchen. Bei 150 Euro kann ich mir vielleicht auch ein Produkt mit einem roten Kreis aussuchen. Also mehr ist es eigentlich nicht, aber geht manchmal nicht so hervor, wie genau das funktioniert. Und wir werden jetzt die Produkte anschauen, die es gibt. Und am Schluss werde ich euch noch das neue tolle Einsteigerangebot vorstellen. Denn auch für die, die vielleicht schon länger mit den Gedanken spielen, Stampin' Up! Demonstratorin zu werden, gibt es auch in der Celebration das beste Angebot überhaupt. Also mit das beste Angebot überhaupt. Also wir machen jetzt erstmal die Produkte. Hier gleich Seite 3 gibt es so ein ganz süßes Erdmännchen-Set. Das haben ja schon einige gesehen, weil wir Demonstratoren durften ja schon vorbestellen im letzten Monat und da sind ja schon einige Projekte schon zu sehen gewesen und habe schon von vielen Kunden von mir gehört, dass das wohl mit das Lieblingsset sein wird. Das ist ein Gummiset in Deutsch. Man kann damit unter anderem auch die Maskiertechnik machen. Maskiertechnik hatte ich schon mal gezeigt in einem Weihnachtskartenvideo. Vielleicht mache ich noch eins mit dem Set, dass ihr dann sehen könnt, wie man das mit dem Set einsetzt. Genau, das ist für je 60 Euro mit dazu bestellbar. Auf der nächsten Seite gibt es ein Seehosen-Set. Und da haben wir hier das Stempelset. Da ist jetzt hier so ein kleines rosanes Symbol.
Das bedeutet, dass dieses Set, das hat, also es ist ein Klarsichtset, das bedeutet, dass das Set beidseitig verwendbar ist. Das ist halt jetzt ganz neu, also nicht jetzt das erste Set, aber mit ganz neu. Es gibt schon ein paar Sets von Stampin' Up. Das war im Weihnachtskatalog war ein Tassenset, da konnte man die Tassen beidseitig verwenden. Da war der Henkel von der Tasse einmal links und einmal rechts. Und jetzt im neuen Mini-Katalog gibt es ein Set mit Bergen. Da ist das ebenso. Und jetzt hier mit dem Seerosen-Set. Und zwar ist das so, kann ich den Stempel einmal die glatte Seite nehmen. Dann wird es flächig, so wie hier. Oder ich nehme dann die andere Seite. Genau, so. Die mit Struktur, mit Outlines, dann wird es so wie hier. Und wenn ich die übereinander stempel, dann sehe ich zum Beispiel hier so Beispiele, dass das halt farblich hinterlegt ist und mit einer Kontur nochmal bestempelt ist. Das ist der Clou dahinter. Also die Idee finde ich richtig klasse. Vor allen Dingen, weil das so ein kleines Set ist und im Endeffekt hast du aber so viele Stempelmöglichkeiten. Das ist schon wirklich witzig. Das ist auch für 60 Euro bestellbar, also kostenlos. Und dann gibt es passend zu dem Stempelset ein Stanzset. Das ist dieses hier. Das ist dann für einen Bestellwert von 120 Euro. Also wenn du für 180 Euro bestellst, kannst du dir einmal die Stanzen aussuchen und dazu das Stempelset. Und hast dann ein Produktpaket noch kostenlos obendrauf. Schon toll. Bin gespannt, was dies Jahr der Renner wird. Also ich schätze mal das Erdmenschen-Set, aber weiß man ja nicht. Dann gibt es hier Designerpapier, das habe ich jetzt nicht. Genauso wie hier sind Kordeln mit Pailletten, das ist ein Set, was man sich aussuchen kann. Hier ist dann ein Stempelset, ist natürlich wieder wunderschön in Gummivariante und in Deutsch. Schreit nach Koloration. Das ist das, was mir immer zuerst auffällt. Hier auf der Seite haben wir dann ein Kartenset. Da ist alles drin, was hier abgebildet ist, also Etiketten, dann Klebepunkte, Akzente, Kordel, Klebemittel, Metallic- und Pergamentakzente, Karten, Umschläge, also kleines, süßes Projektset. Für die, die jetzt auch noch nicht alles haben, hier ist fast alles drin, was man braucht. Und Stempelsets gibt es ja dann kostenlos auch noch dazu. Hier ist Favorite Number 2. Also wer meinen Mini-Katalog-Video schon gesehen hat, da ist ja das Mondset mein absolutes Highlight, diesen Zeitraum, wo es das gibt. Und dieses Papier ist dann mein zweites Highlight. Und zwar ist das hier ein Bienenset, passend zu dem Produktset im Mini-Katalog. Steht jetzt hier dabei, Produkt, Seite 30. Also wer den Mini-Katalog vor sich hat, kann Seite 30 gucken. Da ist die Produktpaket mit dem Stempelset und diesen Stanzform. Und passend gibt es das Papier, wie man sieht, mit einer Goldfolie foliert. Also richtig schön edel. Und dann haben wir hier schwarz-weiß gestreift. Dann hier wieder so eine Folierung in der Wabenform. Und das ist die andere Seite. Schwarz-weiß. Hier dann wieder mal eine schwarzes Papier mit der goldenen Folierung. Und die andere Seite ist kariert. Dann haben wir hier Bienchen mit ihrem Honighaus, mit der Goldfolierung, das ist die andere Seite. Dann haben wir hier schwarz-gold gestreift und das ist die andere Seite. Und das letzte ist so gestrichelt, foliert in Gold und hier die andere Seite. Also wirklich ein schönes, edles Designerpapierset.
Auf der anderen Seite gibt es dann wieder ein Stempelset in Deutsch, in einer Gummivariante zum Geburtstag. Dankeschön, eine Kleinigkeit, also gut für verschiedene Anlässe verwendbar. Und Texte können wir ja immer gut gebrauchen. Dann haben wir hier ein Blumenset, das habe ich jetzt nicht. Aber hier gibt es eine kleine Stanze für 120 Euro, also Stufe 2. Das ist diese Blütenstanze. Passend zu dem Stempelset wäre die Stanze, aber man kann das ja auch so benutzen. Man muss das Stempelset nicht haben. Dann haben wir hier ein Paket, und zwar also für 120 Euro, ne, mit einem roten Zeichen. Das ist Stempelset in Gummiform in Deutsch. Für alle, die den Flair, den asiatischen Flair mögen. Und dazu gibt es dann hier eine Prägeform. Steinmauer nennt die sich. Also auch eine schöne Optik für den Hintergrund, kann ich mir gut vorstellen. Und dann sind wir, glaube ich, schon durch. Genau. Also das sind die Sets, die man eben jetzt sich schon aussuchen kann. Wie gesagt, ab den 3.3. jetzt nicht falsch bin. Ja, ab den 3.3. gibt es dann weitere Sets. So, für alle, die richtig tief in die Tasche greifen oder richtig viel Weihnachtsgeld gekriegt haben und eine Bestellung machen können von über 375 Euro. Man hat hier so eine Tabelle. Alle, die Stampin' Up! Schon kennen, die wissen ja vom Shopping-Bonus vielleicht. Ab 200 Euro gibt es den sogenannten Shopping-Bonus. Der Shopping-Bonus ist prozentual und richtet sich nach dem Bestellbetrag. Also wenn ich für 210 Euro bestelle, kriege ich 10%, das sind 21 Euro. Und von diesen 21 Euro kann ich mir aus dem gesamten Sortiment was zusätzlich aussuchen, unter anderem auch Gastgebersets. Gastgebersets findest du immer hinten im Katalog, also im Jahreskatalog oder Mini-Katalog. Und zusätzlich zur Celebration gibt es ab 375 Euro, gibt es ja schon 12% vom Bestellbetrag, gibt es zusätzlich noch dieses süße Stempelset. Auch da habe ich schon einige quietschen gehört. Das ist auch so goldig und mein Kolorationsherz schlägt in die Höhe, wenn ich das sehe. Ist auch wieder ein Gummiset und in Deutsch. Glücksbringer sind immer schön und diese Blüte, ich freue mich schon. Also ich habe es auch noch nicht ausprobiert, also es ist auch noch komplett neu. Und das gibt es dann kostenlos dazu. Also es gibt es auch nur einmal. Wenn du für 750 Euro bestellst, was dann das Doppelte wäre, gibt es kein zweites Set. Also es gibt nur pro Bestellung ab 375 einmal. Du kannst aber auch zwei Bestellungen machen. Ist auch möglich, ne? So, zwinker, zwinker. genau, also das ist ein Set, was man nochmal dazu obendrauf erhält. Das finde ich echt schön. Auch hier sind wieder Beispiele dazu. So, und dann kommen wir weiter für die, die vielleicht schon mit den Gedanken spielen, auch vielleicht einsteigen zu wollen. Auch als Demonstratorin tätig sein zu wollen, so wie ich es bin, früher an Produkte ranzukommen, früher im Katalog zu blättern, sich mit Gleichgesinnten zu treffen, was auch immer. Das ist ja komplett dir überlassen, wie du deine Tätigkeit ausübst. Für den gibt es ein richtig schönes Einsteigerangebot, mal wieder. Celebration gibt es ja immer noch mal ein bisschen mehr zum Ansteigen. Also das ganze Jahr über gibt es ein Starter-Set, was man kaufen muss. Das ist im Wert von 175 Euro, suchst du dir Produkte aus, zahlst aber nur 129 Euro. Das gibt's das ganze Jahr. Zudem gibt's jetzt in der Celebration noch Produkte dazu. Und was das ist, das zeige ich dir jetzt. Zum einen kannst du dir ein Stempelset nach Wahl aussuchen. Das kann das teuerste sein, das kann das billigste sein, ist egal. Außer Gastgebersets und außer Stempelsets aus der Celebration. Ansonsten kannst du dir jedes Stempelset aussuchen, was dir gefällt oder was du schon lange auf deiner Wunschliste stehen hast und was dir immer zu teuer war oder was auch immer. Das bekommst du dazu. Zudem gibt es ein Papierpaket
mit Papieren aus dem Mini-Katalog. Die sind jetzt, also sind jetzt nicht 1:1 aus jedem Paket klein in Kleinformat. Es sind halt immer so 4 Designs. Hier ist das, das Kinderdesign. Das ist dann die Rückseite. Hier ist das, das Golfdesign. Jeweils 2 Designs. Könnt ihr auch noch mal den Mini-Katalog anschauen, wenn ihr die Papiere noch mal groß sehen wollt. Also die gibt es jetzt hier einfach nur noch mal im kleinen Format. Hier ist das mit dem Hawaii, mit dem tropischen Set. Also das sind von jedem Designerpapier, was es im Mini-Katalog, jeweils 2 Designs drin mit A4 Blatt. Das ist das schöne Mondset. Das ist aus der Celebration. Na, das haben wir ja gerade angeguckt und dann nochmal das Mondset. Toll. Das ist aus der Celebration hier. Ist auch noch mit dabei. Also insgesamt 48 Blatt sind jetzt hier in dem Paket erhalten. Und das ist exklusiv, also man kann es nicht kaufen. Genauso wie diesen kleinen süßen Hebelschneider. Da freue ich mich riesig drüber. Es kommt in so einer Verpackung, in so einem Karton. Und das ist es. Der ist so süß. Klein, handlich, reicht vollkommen, fast schon für die Hosentasche. Und es ist halt ein kleiner Hebelschneider. Ne? Also da ist jetzt nichts Besonderes dran. Aber ich finde, der ist ja praktisch. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel Fotos schneiden muss, also viele kleine Sachen, kann ich einfach hier zapp, zerapp mir Fotos zuschneiden. Oder wenn man, so wie ich, benutze ja oft so kleine Texte auf meinen Karten, so wie hier zum Beispiel. Ich emboss mir das und dann kann ich das hier wirklich in kleinen Streifen zuschneiden. Ich finde das so praktisch. Also ich finde, das darf in keinem Bastelhaushalt fehlen, weil man braucht wirklich oft ein kleines Tool, mit dem man kleine Sachen zuschneidet. Wichtig ist auch hier wieder, dass hier so eine Folie drauf ist, eine Schutzfolie, ne? Die könnt ihr dann abziehen. Wenn ihr das wollt. Ich lasse es immer drauf, so lange wie es geht, um das noch ein bisschen länger zu schützen. Die Breite ist hier bis 10,567 cm und in Inch bis 4, was ist das? 4,38 oder so. Also bis 4 Zoll auf jeden Fall kann man hier schneiden. Wirklich nur was für die Hosentasche. Und erwähne ich auch gleich noch mit, aber das könnt ihr auch auf meiner Seite nochmal anschauen. Gibt es von mir auch noch ein Einsteigerangebot. Wenn du 6 Monate ab Einstieg, also innerhalb von 6 Monaten ab Einstieg, einen Umsatz von ca. 1000 Euro erzielst, also interne Währung sind ja 900 CSV, das sind ca. 1000 Euro. Wenn du diese erreichst in den ersten 6 Monaten, kriegst du von mir nochmal 2 Stempelsätze obendrauf. Also die zahle ich dann aus meiner Tasche und damit möchte ich dann mit dir den Erfolg feiern. Ich hoffe, das Video war soweit ganz hilfreich. Wenn doch noch irgendwelche Fragen sind, scheu dich nicht. Ruf an, schreib mir eine E-Mail oder über mein Kontaktformular oder über eine private Nachricht, wie auch immer. Stell mir deine Frage. Ich habe schon einiges gehört, also du musst dich da auch nicht schämen und denken, oh, meine Fragen sind so blöd und ach Quatsch. Einfach deine Frage stellen, das ist kein Problem, dafür bin ich da, um halt auch dir da den Start zu erleichtern. Und selbst wenn, also wenn du dir das alles angehört hast und durchgelesen hast und angeschaut hast und dann immer noch sagst, nee, es ist jetzt nichts für mich, ist auch kein Problem. Also du bist ja zu nichts gezwungen. Ist natürlich schön, weil unser Team Stempelwiese erweitert sich immer gerne und freuen uns immer über neuen Zuwachs und neue kreative Köpfe und aber vielleicht dann später, wenn es nicht heute ist, dann vielleicht morgen. Mal gucken.
Also, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und schönen Abend und vielleicht hören, lesen wir uns ja bald wieder. Bis dahin, bleibt's gesund. Tschüss.